Late-Night-Hustle, ist es gut, bis nachts zu arbeiten oder sollte man lieber einen Cut machen und früh aufstehen? Jo Leute, wir befinden uns gerade bei mir zu Hause. Ich bin hier gerade mit meinem Team und wir sind bis jetzt am Hustlen gewesen. Es ist halb zwei. Und ja, jetzt sind wir bald im neuen Office und ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein kurzes Video für euch auf, was eine sehr, sehr starke Relevanz hat, weil mir eine Person gesagt hat, ich soll jetzt nochmal Content aufnehmen. Das mache ich jetzt. Und genau, es geht um Late-Night-Hustle. Also solltest du bis nachts arbeiten oder solltest du lieber immer einen Cut machen, früh aufstehen? Und ich finde, die Frage lässt sich gar nicht pauschal zu beantworten, ja, oder pauschal beantworten, weil es gibt Tage, da bist du einfach im Flow, ja. Es gibt Momente, da bist du im Flow und das ist absolut geil, voll durchzuziehen bis spät in die Nacht und wirklich auch bis spät in die Nacht zu arbeiten, ja. Viele Leute sagen immer, ja gut, aber dann hast du zu wenig Schlaf, ja. Warum? Du kannst ja auch, es kommt darauf an, wenn du jetzt keine fixen Arbeitszeiten hast, dann kannst du auch einfach ein bisschen länger schlafen und dafür ein bisschen später aufstehen und voll durchziehen. So. Es ist in meiner Meinung aber Schwachsinn, den Flow zu unterbrechen, wenn du wirklich im Flow bist und sagen, ey, ich höre jetzt auf, nur weil ich jetzt einen Cut machen muss oder sowas. Ja, also ich finde auch manchmal wenig Schlaf hinzunehmen, um einen Task abzuschließen und dann am nächsten Tag länger zu schlafen, ist besser, als Task einfach abzubrechen. Manchmal hast du einfach einen kreativen Flow. Ja? Und wenn du im Flow bist, solltest du die Sache durchziehen, weil dann wird diese Sache meistens perfekt. So. Und das ist meine Meinung dazu. Und dann gibt es noch das Eulen- und Lerchen-Prinzip. Ja? Es gibt Menschen, die sind einfach eher Nachteulen und es gibt Menschen, die sind eher Lerchen. Ja? Es kommt darauf an, was für ein Typ bist du. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der gerne morgens um 6 aufsteht. So, da könnte ich kotzen. Das habe ich sehr lange gemacht, als ich noch bei Daimler war. Und das ist nicht mein Ding. So. Und deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne bis spät in die Nacht. Und wie gesagt, das ist eine Typsache. Aber meiner Meinung nach ist es nachts auch... Ich bin mega lange, ja. Es gibt ja auch, ich meine, wenn ich bis um 5 arbeite, ist mir das auch zu lange meistens. Mal so ein guter Cut ist so zwischen 1 und 2 oder 3, ja. Aber dann bis um 5, 6 ist meistens zu lange. Da ist für mich so ein Break dann. Und deswegen, also wie gesagt, ich bin ein Fan davon, wenn du im Flow bist, das durchzuziehen bis maximal 1, 2 Uhr, ja, kann auch mal 3 sein. Wenn du im Flow bist, zieh es durch, weil diese Zeit, um das Momentum wieder aufzubauen, die dauert erstmal meistens ein bisschen. Deswegen, wenn du es tun willst, tu es, ja, tu es! So, alles klar, das ist meine Meinung dazu. Okay, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas gelernt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jetzt einen Schritt weiter gehen möchtest und herausfinden möchtest, wie ich es vom Fließbandarbeiter zum erfolgreichen Internetunternehmer geschafft habe und noch viel wichtiger, wie auch du dir von null an ein profitables Business im Internet aufbaust oder dein bestehendes, vielleicht schon erfolgreiches Business ausbaust, dann habe ich etwas für dich vorbereitet und zwar mein Buch. Ja, das Buch nennt sich die 27 profitabelsten Nischen im Internet, denn es enthält die 27 profitabelsten Nischen im Internet. Und nicht nur das, in diesem Buch lernst du nicht nur oder erfährst du nicht nur, was die 27 profitabelsten Nischen sind und welche für dich geeignet ist, sondern eben auch, wie du eine Nische findest, wie du eine Nische eingrenzt und letztendlich auch, welches die 27 profitabelsten Nischen sind und welche für dich geeignet ist. Dieses Buch kannst du völlig kostenlos downloaden, indem du auf www.deinenische.de gehst. www.deinenische.de, deine und dann Nische, nische.de. Und dann kannst du das Buch kostenlos downloaden und herausfinden, welche Nische für dich geeignet ist und wie du dir letztendlich ein profitables Internet-Business aufbaust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich dich außerdem bitten, der Folge einen Daumen hoch zu geben bzw. sie positiv zu bewerten und mir vielleicht ein nettes Kommentar, eine nette Bewertung zu schreiben. Und natürlich, wenn du weitere Folgen sehen bzw. hören möchtest, dann folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles, alles Gute.